Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Ark. Wir sind zurück und werden jetzt einmal die Hauptquest erstmal weiterverfolgen. Wir sind mittlerweile Stufe 36, das heißt, wir kommen langsam Richtung Endgame. Mit Stufe 50 sind wir dann im Endgame und ja, haben noch ein bisschen was questtechnisch zu tun. Hier haben wir wieder bei Eber. Und wir werden uns erstmal noch ein bisschen, guck mal da, wir werden uns noch mal ein bisschen umgucken, allein schon deswegen. Weil wir dann immer wieder Kokosamen unter anderem finden. Mit dem wir auch noch irgendwann hoffentlich was Sinnvolles anfangen können. Ich weiß tatsächlich noch nicht was, aber man kann sie gegen Gegenstände eintauschen, glaube ich. Oder gegen spezielle Baupläne und so weiter und so fort. Vielleicht finden wir ja in der Richtung was. Und natürlich, hi! So ein Alpha. Hackenspinne. Toll. Habe ich erwähnt, dass ich keine Spinnen mag? So, hartnäckig. Das Viech. Oder habe ich nicht getroffen? Sehr hartnäckig sogar. Hat uns jetzt auch, glaube ich, zumindest nichts gebracht. Zieh die als Alpha. Sammelstücke. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber da war jetzt auch kein Symbol drüber und nichts. Von dem her, ich glaube nicht. Alles mit mitkommen. Ich will doch eigentlich die Blume hier einsammeln. So, wir haben Brustschutz bekommen, der uns nichts bringt. Wir haben... Gut, paar Inventarplätze haben wir noch, allerdings tatsächlich nicht mehr so viele. Wir können das ja mal nehmen. Erhöht ihn jetzt 20 Minuten lang um 20. Das können wir uns mal reinziehen. Letztendlich ist es relativ Wurst, wann wir das nehmen. Ah, guck mal. Ah, Alpha. Das ist die richtige. Abenteuerfolian. Sehr schön. Die haben wir gebraucht. Hi. Ein Mann im Clownskostüm? Ich weiß ja nicht. Ich stehe hier nun schon eine ganze Weile, aber ich habe nichts Seltsames beobachtet. Wobei, es gab da tatsächlich etwas Auffälliges, denke ich. Ich habe gerade eben ganz plötzlich den Geruch von Blut wahrgenommen. Vielleicht haben die Tiere deswegen Angst bekommen. Die heute gejagt wurde komplett ruiniert. Ruiniert! So, wir verfolgen ja nach wie vor diesen Harlekin-Dämon, also den Joker-Dämon. Der sehr, sehr cool aussieht, gerade mit seinem Rückenteil und allem drum und dran. Was kannst du hier? Schlangengeschwür. Interessant. Hä? Aber wenigstens ein Item wäre schön gewesen. Oder irgendwas in irgendeiner Richtung. Die gibt es hier überall. Kann das sein, dass da dann zufälligerweise auch mal irgendwas Sinnvolles rauskommt, wenn man da genug aufmacht von den Dingern? Wahrscheinlich, oder? Es gibt immer wieder sehr viele kleine Secrets in der ganzen Map. Die halten gut aus. So, Moment, wir müssen jetzt einmal ganz kurz... Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. So, wir gucken mal noch nach da hinten, ob wir da noch irgendwas finden von Interesse. Gerade Alphas, Mokoko-Samen, irgendwas in der Richtung. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Da ist auch nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Da oben waren wir noch nicht, aber vielleicht kommen wir da noch questtechnisch hin. Wobei wir, glaube ich, jetzt dann weiterziehen. Mal abwarten. Da ist eine Pflanze, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ohrringer. Oh, Ohrring-Upgrade. Na, einsammeln bitte. Unsere Taschen sind echt gut voll. Okay, so müsste es passen. 169er Gegenstandsstufe immerhin mittlerweile. So, da ist noch ein Pflänzchen. Ich mag meine Welle mittlerweile sehr. Ach komm. Stirb doch einfach. Tut uns so eingefallen. So, die Pflanzen nehmen wir natürlich alle mit. Wir brauchen Gold. Und das können wir mit den Pflanzen wunderbar verdienen. So, dann haben wir hier... Ah, guck mal, das Blut. Da geht's auch nur da lang.
War er so schwer verwundet? Riesenpfütze. Ja, wir kommen ins nächste Gebiet. Mega Blutspur. Folge Kakuls Spur. Gerne doch. Wir haben jetzt oben ein komplettes Gebiet, was wir nicht erkundet haben. Aber gut. Wir ziehen trotzdem erstmal weiter, würde ich sagen. Ich möchte ein bisschen in der Quest tatsächlich vorwärts kommen. Lassen wir sowieso relativ viel Zeit. Wir können hier, können wir jagen und wir können Bäume wieder fällen. Ich mag Bäume fällen. Und sammeln. Und wir müssen dringend Zeug verkaufen. Wir haben 282 von den Tränken. Holla, die Waldfee. Und wir nehmen im Moment die hier. Welche nehmen wir denn überhaupt? Wir nehmen die billigen, oder? Ja, wir nehmen noch die hier. Wir haben mittlerweile auch schon bessere. Acht Stück. Und dann gucken wir mal, ob wir den finden. Mr. Oberschurke. Und irgendwann, wenn wir einmal durch sind, können wir auch auf die anderen Kontinente gehen. Wenn wir dann unser eigenes Schiff haben, können wir auch tatsächlich, man kann selber segeln im Spiel, was auch ganz cool ist. Das kommt dann alles noch. Holzfenster sind wir mittlerweile Stufe 10 oder über Stufe 10 jetzt dann schon. Das sind wir gar nicht so schlecht. Wo sind sie hin? Na, da ist er wieder. Sie sind fort. Ich habe sie bis hierher verfolgt und dann bricht die Blutspur ab. Ha, verdammt. So, ich frage mich, ob es dem alten Mann gut geht. Hey, das muss ich ja nur überprüfen. Hör mir jetzt genau zu. Voraus befinden sich lutherianische Soldaten. Erkundige dich bei ihnen über den Clown mit dem roten Mund. Und behalte einen kühlen Kopf. Du findest ihn bestimmt. Dass der alte Mann verletzt worden ist, ist alles anders als normal. In den Jahrzehnten, in denen ich den alten Knaben kenne, hat er nicht ein einziges Mal auch nur einen Kratzer abbekommen. Jahrzehnte, der ist selber gar ewig jung. Im Ernst. Einmal war ich so wütend, dass ich ihn mit einer Spitzhacke auf den Kopf schlug und dabei ist die Spitzhacke zerbrochen. Frag nicht warum, ja? Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, um den alten Mann zu heilen, braucht es mehr als einen gewöhnlichen Trank. Wenn du irgendeine Art Spezialtrank auftreiben kannst, dann bring ihn her. Ich werde mich selbst auch ein wenig umsehen. Okay, oh hier wieder, ja, sechs, kriegen wir eine Karte als Belohnung, auch wieder hier sechsstufige Quest. Okidoki, Aufzug fahren. Also er wurde auch verletzt, aber ich glaube, dieser Harlekin-Dämon, den wir haben, oder Clowns-Dämon, ganz ehrlich, den zu übersehen ist schwierig. Kaderquest, Kaderquest. So, auch hier können wir wieder eine legendäre Karte rausbekommen. Oder ein Set für eine legendäre Karte. Ist es aber wieder nur gewöhnlich. Schade. Öffnen. Guck mal, was wir rausbekommen. Wahrscheinlich ist es aber eine Karte, die wir eh schon haben. Die normalen haben. Oh, nicht mal. Eine neue Karte immerhin. Ah, Aussichtspunkt für den Abenteuerfolianten. Sehr schön, nehmen wir gerne mit. Cool, was ist das? Wir können mal ganz kurz Abenteuerfoliant. Wir sind bei 19,4%. Bei 20% kriegen wir eine seltene Karte dazu. Wir haben bereits zwei Bosse hier besiegt oder zwei Abschnitte abgeräumt. Uns fehlen allerdings noch drei Stück. Und wir haben zweimal Dungeons abgeschlossen. Ein Dungeon haben wir noch zu erledigen. Das ist ein Weltboss. Und wir haben bis jetzt Sonnenblumenbeet nur zwei. Wir haben schon drei Stück ausgelassen. Wir haben nur zwei Aussichtspunkte. Aber hier die Karte 6 von 10. Immerhin schon. Und nur 4 Alphas gefunden. Wir sind recht, ja, nicht so gut unterwegs heute. Im Abenteuerfolian. Dann müssen wir noch ändern. So, das ist die nächste Kaderquest. Oder nächster Teil.
Geht darum, dass wir einen Trank herstellen. Das können wir ohne Probleme tun. 4 von 8. 8 von 8. Fertig. Sehr schön. Bisschen Wasser noch dazu. Einmal rühren und schütteln und dann haben wir es. So, nächster Abschluss. Wieder ein Kartenpaket. Irgendwo Mokokosamen? Nein. Halten wir müssen wieder zurück. Und haben wir dann wieder Bäumchen. Und wir haben dann gleich einen Triporter. Wir müssen auch wieder zur Burg Lutera. Da haben wir mittlerweile auch Quests zum Abschließen. So, nächste. 4 sind wir schon. Die geben immer ordentlich EP auf jeden Fall. So, auch hier öffnen. Man könnte die auch sammeln und dann später aufmachen. Macht aber... Okay, nur ein normales Kartenpaket. Noch schlimmer. Macht aber ja, keinen Unterschied. Eigentlich. Bestätigen. Ciao, ciao, ciao. So, ein Bäumelein. Dann müssen wir... Was der Alchemist übersah. Wir müssen nochmal zurück. Okay. Können wir gleich machen. Und dann Richtung Triporter. Die Frage ist, ob wir dann gleich Richtung Terra gehen oder nicht. Ich fahre mit dem Aufzug. Ich fahre gerne Aufzug. Nein! Wenn er denn da wäre. Gut, dann nehmen wir so lange den Baum mit und dann fahren wir Aufzug. Holz brauchen wir sowieso, um unsere Basis weiter auszubauen. Da momentan ja Forschung am Laufen noch. Aber wir kommen gerade nicht weiter. Ich müsste mal Stufe 50 erreichen. Mit Stufe 50 kommst du halt auch in der eigenen Festung noch einiges weiter. Wir haben mittlerweile eigentlich... Ja, sind wir ziemlich am Ende, was so das Ausbauen und so weiter angeht. Wir müssen jetzt eigentlich noch in der Hauptquest oder insgesamt Level 50 werden. Damit wir insgesamt auch wieder besser vorwärts kommen. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ihr merkt das schon in den letzten Folgen. Ich bin ein bisschen angeschlagen im Moment gesundheitlich. Sorry dafür. Das haben wir gerade schon uns angeguckt. Müssen wir uns das jetzt nochmal angucken? Anscheinend. Dieses Wasser. So. Letzte Quest. 3000. Es gibt echt richtig gut Kohle dafür. Wie sieht es eigentlich Kaderstufe aus? 16. Okay, da dauert es noch ein bisschen. Aber immerhin. So, hi. So, wo müssen wir jetzt hin? Einmal weiter. Und dann haben wir es, glaube ich. Ja. Vielen Dank. Karte nehmen wir gerne mit. Tränkehändler, den gibt es überall, damit man sich dementsprechend auch aussuchen könnte, wenn man denn möchte. Reparaturen. Gut, reparieren können wir tatsächlich mal. Wir haben ein bisschen, natürlich ein bisschen gebüßt. Fabisch? Was ist das denn für einer? Muren. Hi. Ah, Gesandtschaft des Königs. Grüße. Ich bin Muren und patrouilliere in Lutera. Entlang der Lejarfels-Terrasse auf Befehl von König Tyrain. Ob ich jemanden Verdächtigen gesehen habe, ich weiß zwar nicht, ob das relevant ist, aber ich habe überall Schreie gehört. Die Puräum der Lejarfels-Terrasse mögen keine Menschen, daher lehnen sie unsere Hilfe ab. Also haben wir keine Möglichkeit, weitere Untersuchungen anzustellen. Allerdings gibt es da diesen Puräum, der entflohen ist. Aber auch der würde nie mit uns reden. Aber vielleicht mit mir. Geh weg. Ich meine, wir haben so einen doch auch bei uns reden. Das ist nicht möglich, während ihr reitet. Wieso nicht? Kann auf meinem Reittier wohl reden, oder? Fabisch. Oh, hallo. Hi. Lass mich in Ruhe. Er ist ja niedlich. Ich will hier nur in Ruhe sitzen. Alleine. Pur. Pur. Die Augen meiner Freunde sind ganz rot geworden. Also habe ich... Traurig. Ich weiß es wirklich nicht. Wie ist das bloß passiert?
Wir sind sehr traurig gerade. Ich bin nur etwas überrascht. Ich muss es trotzdem irgendwie lösen. Ich hörte, dass die anderen Völker selbstsüchtig sind. Du und die Priesterin scheinen jedoch ein Weg anders zu sein. Aber die anderen Puräum, sie werden euch trotzdem nicht zuhören. Ein neues Völkchen. Ihr Anführer der Puräum. Nach da oben, okay. Oh. Wieder der Gebietsquest. Sehr schön, das haben wir geschafft. So, ein Bäumchen. Dann fällt's doch. Oh, Alpha. Hallo, bleib da. Wo willst du hin? Bleib hier. Abenteuerfolian, 20% abgeschlossen. Sehr nice. Ist das der gleiche? Das ist der gleiche Alpha, oder? Müsste ja. Handschuhe oder irgendwas? Eine Hose. Ein Mokoko-Samen. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Aber bitte. Alter, wie fällt der das Viech aus? Lass mir einfach das Ding hier pflücken. Danke. So, Abenteuerfern können wir gleich mal vorbeigucken. Das Ding ist leider kein Upgrade. Schade. Aber wir haben Mokoko-Samen immerhin. Da geht's lang. Da oben gehen wir lang. Cooler Wald übrigens. Sehr idyllisch. Ah, guck mal, die Priesterin mit dem Ausschnitt. Die Symptome der Puräen ähneln sehr dem Leiden der Bewohner vom Gasthaus Sien. Ja, das muss der Einfluss des Wahnsinns sein, der die Gegend befallen hat. Die Puräen befinden sich in großer Gefahr. Würdest du dich bitte mit dem Anführer der Puräen treffen, um sie davon zu überzeugen, meine Hilfe anzunehmen? In der Zwischenzeit suche ich nach einem Weg, die Puräen zu behandeln. Ich verlasse mich auf dich. Wie alle anderen auch. Jedes Mal, immer. Und ist das nicht... Ist das sinnvoll, dass wir die killen? Ah, guck mal, wir sind gemeinsam. Dann kannst du das zusammen abbauen, auch cool. Du. Hat dich der König geschickt? Ich bin das Wasserelementar Jaya. Cool. Ich behüte die Puräen mit meiner Schwester Ligias. Wir standen kurz davor, von tyrannischen Regenten ins Exil geschickt zu werden, daher fürchten sie die Menschen. Ich freue mich ungemein, dass der neue König bereit ist zu helfen. Würdest du Ligias bitte mitteilen, dass sie mit den Rittern Lutheras kooperieren soll? Loa. Cool. irgendwelche Wasser springen durch die Gegendinger. Ah, ja, könnte man hier. Das sind irgendwelche Verrückten. Oder verrückt gewordene. Gibt's hier noch. Ja, gibt es. Secret. Wieder so ein riesengroßes, oder? Wo die halbe Map. Wo Kokosamen? Irgendwas in der Richtung? Da muss ja irgendwas geben, oder? Alter, wie groß ist das hier? WTF. Ah, okay, Aussichtspunkt. Alles für einen Aussichtspunkt? Das ist ein riesengroßes Stück Land. Hübsch. Sehr hübsch. Sag aber, da müssen auch noch irgendwo Mokokosamen rumliegen, oder? Aber das ist ein riesen... Es gibt immer wieder diese riesen Gebiete außerhalb von der Karte. Wo du dann irgendwie zufälligerweise reinstolperst. Das Problem ist, wenn es hier noch irgendwelche Abzweigungen gibt, siehst du gar nichts mehr. Aber eigentlich ist hier nichts.
Aber auch tatsächlich nur dieses Gebietsding. Wundern mich, aber gut. Kann auch sein, dass ich jetzt schon wieder an 3 Stück vorbeigeritten bin oder so. Ich will mich aber auch nicht unnötig 10.000 Stunden hier aufhalten. Aber krass. Scheint es tatsächlich bei fast jeder Karte zu geben. Was ist hier? Auch irgendein Lager. Okay, wir ziehen weiter. Da war gerade noch ein Bäumelein. Wo kommen wir da hin? Und was war das? Ey, das ist mein Fels. Wunder da. 1 von 8 erst. Und was gibt's hier? Ah ja. Ah. Okay, können wir noch nicht abbauen. Okay. Entweder das ist eine Quest oder wir bräuchten eine höhere Stufe im Bergbau, dass wir es abbauen könnten. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Dass sie alle diese Eier haben. Was hat eine Fremde hier zu suchen? Wir sollen uns mit den Rittern von Luterra vereinen? Wir wissen nicht einmal, weshalb das passiert ist. Oder wer dafür verantwortlich war. Selbst wenn meine Schwester mir den Befehl gegeben hat, kann ich dieses Land nicht einfach denen überlassen, die Liyar ins Chaos gestürzt haben. Und selbst wenn du mich überzeugen könntest, die Ältesten würden nie zustimmen. Versuche zuerst, die Erlaubnis der Purim-Ältesten zu erhalten. Wenn sie zustimmen, werde wohl auch ich Folge leisten. Okay. Das klingt ganz nach Ligias, die befiehlt, die Meinung der Ältesten einzuholen. Sie ist vielleicht dickköpfig, aber sie hat auch ein offenes Ohr. So sehr ich auch die Position von Kommandanten Ligias verstehe. Pur. Wie können wir die Aufrichtigkeit der Ritter in Zweifel ziehen, die sterben, um uns zu schützen? Ich schlage mich auf deine Seite und lasse es darauf ankommen. Pur. Das ging ja einfach. So, die Porter. Wie sehr wir unter der Herrschaft des Regenten gelitten haben. Du hast ja keine Ahnung. Ich folge Kommandantin Ligias. Wir dürfen Fremdlingen nicht vertrauen. Okay. Ich frage mich, was ihr davon haltet. Früher standen wir tief in König Luterras Schutz. Wie wär's denn, wenn wir ihnen noch einmal vertrauen? Okay, wir kriegen es auf unsere Seite. Na? Alle Ältesten außer Borosch haben der Allianz zugestimmt? Ist das wahr? Jo. Da ich meinen Mord gegeben habe, habe ich wohl keine Wahl, als zu kooperieren. Bitte übermittel Yahia meine diesbezügliche Antwort. Aber gib dich nicht in der Hoffnung hin, dass ich dir ab sofort blind vertraue. Sag doch kein Mensch. Ich bin froh, dass das Gespräch gut lief. Zunächst müssen wir uns um die Heilung der kontaminierten Purin kümmern. Selbst wenn die Luterra jetzt um Hilfe bitten würde, bräuchten sie 3 Tage, bis sie hier sind. Was also soll ich tun? Nimm doch einen Reporter. Oh, ich weiß. Wenn wir ein Essenz aus den Druglichtkräuterpflanzen aus der Umgebung herstellen würden, könnten wir mir etwas Zeit gewinnen. Vielleicht ein paar Tage. Würdest du mir bitte beim Beschaffen der Zutaten helfen? Loa. Ah, guck mal, jetzt müssen wir da hoch. Jetzt haben wir auch die Quest dafür. Wir haben Kader, Kartenkatalog. Ja, da haben wir neue Karten dazu bekommen. Wir haben das hier, Inventar. Ja gut, das ist das ganze Zeug, was wir eingesammelt haben. Und was haben wir hier? Sammeln und Abenteuerfoliant. Castleford. Und als nächstes kriegen wir das hier. Bei Halter hättest du 10 Auto. Oh, 10 Güte. Und das Geile ist, Moment, ich zeig's euch mal ganz kurz. Abenteuerfoliant. Wenn wir 40% haben, kriegen wir ein Streitross. Ein neues Reittierchen. Sehr cool. Klong, 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 klong. So, wieder runter. Schön, dass auch hier immer alles in der Nähe ist. Also, dass man keine 3 cm laufen muss. Oh, cool. Oh. Ah, Abenteuer für den Osten Luterra mal abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, wieso leuchtet das hier? So, und Wasser brauchen wir, oder?
Jo. Bitte. Ich habe sie fertiggestellt. Die Essenz der Illusion, sie hat bei Menschen funktioniert. Hoffentlich funktioniert sie auch bei Puroim. Bitte gib die Essenz den verrückten Puroim. Wenn sie bei ihnen funktioniert, bring die Essenz bitte zu Chahia. Vielen Dank. Beruhige die verrückt gewordenen Puroim. F5. Ah, okay, so. Man muss immer wieder rechtsklick machen. Wird endlich wieder klar. Was? Warum bin ich hier? So, 5 von 8. Ist nur einer, der hilft uns nicht weiter. Wir brauchen mehr. Sehr schön. Sie sind so flauschig. Nicht wieder in den Weg stellen. Das Delirium mit der Essenz der Truglichtkräuterpflanze eindämmen? Beeindruckend. Die Truglichtkräuterpflanze ist eine Halluzinogen, das einem Anwender angenehme Erinnerungen der Vergangenheit zeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie beim Austreiben von Wahnsinn so effektiv sein würde. Unglaublich! Bitte informiert auch Ligeas darüber. Sie hat ebenfalls den Wahnsinn studiert und sie könnte inzwischen fündig geworden sein. Nebenquest. Nehmen wir mit. Oh, wieder eine Karte. So, was sollen wir hier machen? Erwecke mit Hilfe des. Okay, die Dinger sollen wir zum Leben erwecken. Blub. Oh, Mokoko-Samen. Haha, sieh mal einen an. Nehmen wir natürlich gleich mit. So, und Nebenquests haben wir auch geschafft. Mokoko-Samen haben wir auch gefunden. Läuft. Vor allem, ich bin da vorbeigeritten vorhin. Aber gut, ihr wisst es. Man läuft dran vorbei, man sieht es nicht. Läuft man da nochmal hin, sieht man es dann. Aber ja, was halt eins gerade ins Auge springt, springt halt einem gerade ins Auge. So, das ist nur die Nebenquest. Den Wahnsinn der Purin mit der Essenz der Truglichtkräuterpflanze eindämmen? Eine beachtliche Leistung. Das hat die andere auch gerade gesagt. Was mich angeht, habe ich jetzt, habe ich die letzte Nacht die Person gefunden, die sich in diesen Gefilde geschlichen hat. Ich glaube, sie hat etwas mit diesem Vorfall zu tun. Also habe ich Tovish gebeten, sie zu verfolgen. Bitte begib dich zu Tovish, da meine Aura dich noch immer umgibt, wird er dich nicht angreifen. Okay? Plus 1 Güte. Nett. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich schalf, wo ich kann. Fällen bitte. Und dann. Ja, werden wir auch schon bald irgendwann wieder weiterziehen können. Ich glaube, wir müssen noch nach da unten und so weiter. Aber es geht vorwärts auf jeden Fall. Kartenkatalog schon wieder. Sammelding, Inventar, jo. Na, da wollte ich nicht hin. Und sonst Questen, Questen, Questen. Also mir wurde mal gesagt, dass wenn man alles skippt und tatsächlich sich sehr schnell fortbewegt, so der Rekordzeit mehr oder weniger auch, liegt irgendwo bei, ich glaube 12 Stunden oder sowas wurde gesagt, dass man Level 50 ist. Ganz ehrlich, klar, ich würde schon arg, aber wie willst du das schaffen? So, Abenteuerfoliant. Ich halte diese Zahl für etwas sehr weit hergeholt, tatsächlich. So, hier sieht es doch schon dämonischer aus. Ligeas schickt dich? Du bist kein Purium. Ich kann zweifellos Kommandant in Ligeas Aura spüren. Nun, ich brauche ohnehin etwas Hilfe. Ich habe diese Fremdlinge verfolgt. Allerdings fehlt uns die Stärke, um ihn überwältigen zu können. Selbst unser stärksten Krieger Brynet konnte keinen Kratzer hinterlassen. Der Fremdling war zur Quelle des Ursprungs unterwegs. Die Quelle des Ursprungs all unseres Wassers. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie verunreinigt wird. Wir müssen sofort Ligeas Bericht erstatten. Hey, versuch ja nicht zu, allein ist dies viel zu gefährlich. Jojo. Aufsatteln, bitte. Nein, okay. Ist das dann wieder ein Dungeon? Was bist du für einer? Hi. Ah!
ein... Ja gut, immer ein Ring. Aber sonst leider nichts als Upgrade gekriegt. Schade. Die halten ganz schön was aus, die Viecher. So, gibt es hier wenigstens Mokoko-Samen oder irgendwas in der Richtung vielleicht noch? Irgendwas Sinnvolles? Anscheinend nicht. So, das Ding hier haben wir. 160er Robe. Gut, wir sehen jetzt so 5 besser, aber... Ja. Quelle des Ursprungs. 30 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns. Forschung abgeschlossen. Wir gehen nochmal kurz nach Hause. Werden die Forschung nochmal, werden eine neue Forschung anstoßen. Dann nehmen wir nochmal mit. Und dann war es das für diese Folge erstmal wieder. Wir sind gut vorwärts gekommen. Hoffentlich kommen wir noch ein bisschen weiter in nächster Zeit. 64 Mokoko-Samen haben mittlerweile auch. Gut, es gibt 1200 irgendwas. Also, wir sind noch weit von allem entfernt. Sie wiederholt sie übrigens jedes Mal wieder. So, das haben wir abgeschlossen. Benötigen eure Zustimmung. So, 4 Gold. Wir werden mal das hier erforschen. Hier braucht man auch immer wieder 2x Holz, 2x von dem Metall. Deswegen müssen wir immer wieder das Zeug natürlich auch farmen. Und so weiter und so fort. Ich werde die Station jetzt dann noch ein bisschen weitermachen. Hier haben wir noch eine Stunde allerdings drauf im Moment. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wo wir dann da bereits sind. Meins sind jetzt gut vorwärts gekommen. Wir sind jetzt hier Kaderstufe 16. Wir sind Stufe 36, 95. Wir sind kurz vor Level 37 auch. Und 169er Itemstufe immerhin auch schon. Und wir haben auch noch ein paar Steine bekommen, die wir noch schleifen können. Demnächst in Lutera und so weiter und so fort. Aber das dann erst Richtung Endgame. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut.